Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind mal wieder bei einer Runde Torchlight 2 zusammen mit Eisenhut und Kopfgeburt. Ahoi, ahoi. Hallo. Hallo, hallo. Und Eisenhut gibt heute mal das Thema vor. Ich gebe heute das Thema vor, ich bin tot. Okay, das Thema Eisenhut ist tot. Das Thema der heutigen Folge ist, ich bin tot. Wie gerne ich mit euch Shellshock spielen würde, nachdem ich es euch donated habe und ihr nicht mit mir wollt. Scheiße, jetzt bin ich in dieses fucking... Scheiße, schnell, Teamwechsel! Ich bin zurück ins Lager gelaufen. Bin gleich wieder da. Ich bin zufälligerweise zurück ins Lager gelaufen und jetzt, wo ich zufälligerweise schon mal da bin, kann ich ja zufälligerweise mal eben noch was verticken. Na, so ein Zufall aber auch. Nee, ich bin auf dem Weg. Aber ich hätte jetzt natürlich einfach ins Portal gehen können. So dumm gewesen. Naja, egal. Hatte er sich jetzt geteilt? Ja. Ist das scheiße. Ja, du kannst ja schon mal diversen Damen. Eisenhut, erzähl doch schon mal ein bisschen was wahrscheinlich schon. Wir haben jetzt bei der Aufnahme ist Montag quasi, ne? Es ist wie Worms, nur witziger. Hey, ich hab Ruhm bekommen für nichts tun. Und schnell wieder das Thema gewechselt. Ne, du hast den Ruhm bekommen, weil hier gerade ein Boss aus den Latschen gekippt ist. Oh, cool. Aber ja, stimmt, du hast effektiv nichts getan. Was? Warum bekommt er Ruhm und ich nicht? Tja. Jeder bekommt das, was er verdient, Eisenhut. Deswegen sind wir auch deine Freunde. Das war jetzt aber schon ein bisschen hart, ne? Moment. Ihr seid wirklich meine Freunde? Naja. Sagen wir Spießgeselle. Spießgeselle. Lügenlord. Sagen wir Lügenlord. Bin ich der Einzige, der hier gegen den Fetten kämpft? Nee, ich hab gerade den Aufruf gekämpft, aber ich bin halt schon. Achso. Oh, und ich bin gleich weg. Boah, ich hasse diese Scheiße. Diese komischen. Diese kleinen Pilze oder was das sind, ey, die sind so. Ein Dreck. Ich hab gerade was Furchtbares festgestellt. Du hast nicht aufgenommen? Doch, aber jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Wir haben in den letzten zwei Folgen hatten wir keine Sourcepack-Zitate. Doch. Sicher? Ja. Wir haben mindestens einmal deine Mama gesagt. Das ist kein wirklich. Das kann ich nicht wirklich zählen. Ja, ist nicht so. Okay, deine Mutter ist. Okay, gut, dann Ring Schande! Gib mir das Eckchen mit dem Juden. Gib mir deinen Judenkoll! Ich müsste Tobi mal bitte sagen. Was? Wieso? Ich glaube, Tobi ist eine richtig gute Timmy. Timmer! Ich finde den Satz einfach. Der Satz an sich, der ist ja schon so geil. Lügen bringen Schande. Aber wenn er dann noch von Timmy kommt, dann ist er richtig gut. Hast du gerade das böse F-Wort gesagt? Was, Jude? Nein, er meint verfickt, das darfst du in der Schule nicht sagen, du verfickter Verhänger. Kyle, jetzt hast du verfickt gesagt. Stanley. Miep! Kenny! Das ist geil, wenn du so miep. Oh, Quest erfordert Montage. Oder Montage. Was ist das für ein sadistischer Baus, wenn er Montage fordert? Wir können diese Quest doch niemals machen. Zumindest nicht, wenn wir Sonntage aufnehmen. Ja. Deswegen, er fordert Montage. Wahrscheinlich gehen wir jetzt in einen Dungeon, der wie TTT aussieht. What the fuck? Und der Boss ist planlos, oder was? Das wäre auch mal lustig. Man kann ja irgendwie zig Maps importieren bei TTT. Nein. Unter anderem ja auch selbstgemachte Minecraft-Maps und so eine Scheiße. Nein, doch. Wirklich? Oh. Ja, dann könnte man mal eigene Maps bilden oder so. Nein! Ja, gerne. Also, ja, mach mal. Also wenn du willst, du kannst feiern. Dann bastel ich mal eben eine. Ich werde sie dann auch liebend gerne einbinden. Und dann machst du die Lügen-Map. Bobby hatte eh gesagt,
Er hatte noch irgendwas, was verändert werden muss. Also ich meine, TTT ist jetzt schon eine Weile vorproduziert, das ist jetzt kein Geheimnis. Aber es wird wohl Veränderungen geben. Ja, sehr coole Veränderungen sogar. Ich war schon heute auf dem Server, hat sich einiges getan. Ja, du warst auf dem Prop-Hunt-Server, nicht auf dem TTT-Server, oder? Doch, ich war auf dem TTT-Server. Mhm. Da kann sich noch nichts verändert haben auf dem TTT-Server. Dann kann sich nur am Ladebildschirm oder sowas was verändert haben. Also es kann sich nichts mit Maps oder Waffen oder so verändert haben. Hast du mal auf dem TTT-Server Tab gedrückt? Ja, nein. Das kann sich auch geändert haben. Ja. Nee, ich sprach jetzt von Waffen und so weiter. Achso. Ja gut, da wollten wir noch ein bisschen was Neues machen. Wir haben jetzt ein neues Scoreboard. Oha. Das sieht richtig Nietzsche aus. Das ist das Adventure Gaming Scoreboard. Mhm. Achso, ja doch, das war das nicht schon bei der letzten Aufnahme? Nee. Das ist erst heute fertig geworden. Achso. Dammit! Autsch. Sag mal, Kopfgeburt, was machst du eigentlich hier gerade in dem Spiel? Ich hab gerade meinen Ring gewechselt. Ja, aber warum mussten wir dich gerade töten? Ja, genau, warum mussten sie mich töten? Das ist doch mal eine gute Frage. Ich meine, eigentlich habe ich ja nichts gegen Sumpftrolle, deswegen. Ich glaube, ich gehe lieber in den Eck und schieben. Für den schlechten Humor. Du hast auf jeden Fall schon mal bessere Builds. Ich bin tot. Und nein, das war kein Witz. Och man, es nervt, diese kleinen Mistdinger, die sind verletzend. Diese Kopfgeburten. Wollt ihr jetzt meinen Namen zum Schimpfwort etablieren, oder? Ja. Aha. So wie du drauf gekommen bist, so wird es auch enden. Somit geht alles seinen gewohnten Gang. Vielleicht musst du einfach mal diesen Schleimhaufen platt machen, damit hier die ganzen Drecksviecher nicht mehr rauskommen. Was, du hast einen Schleimhaufen? Ja. Hattest du schon mal eine richtig fette Allergie im Frühjahr? Oh ja. Das erklärt den Schleimhaufen. Ich habe einmal kräftig genießt. Gesundheit. Ja. Witwenmacherwald entdeckt. Oha. Und was haben wir hier? Oh, Tristram. Oh, Achtung, da oben ist ein Schweinebärmann. Ein Schweinebärmann. Schweinebärmann? Nein, das ist ein Mannbärschwein. Ich habe Rüstenplan, einen Anschrank. Auf unsere Fantasie. Anschrank? Ein Anschrank. Ein Plan, ein Wandschrank. Diese verdammten architektonischen Terroristen. Hast du noch nie Assignment the Sorcerer gespielt? Zu lange her. Ich hab's mal angespielt als kleiner Bub, aber ich de facto keine Erinnerung mehr dran. Oh, das wäre eigentlich, für dich wäre das ein Let's Play. Denn ja. Assignment the Sorcerer 2 wäre für dich definitiv ein Let's Play. Was ist denn eigentlich davon, wenn wir nach Bordstreit für Credit Company mal ein, zwei Folgen machen? Also wir können gerne, das können wir auch gerne auch schon vorher machen, so ein, zwei Folgen auf The Train Company, aber ich würde daraus keine Serie machen. Nee, definitiv keine Serie, aber mal zwischendurch so als Sondersache oder so. Wir können auch gerne machen, das wäre ja vielleicht auch ein Eisenhut vs. Bruiser. Das wäre vielleicht auch ein Eisenhut vs. Bruiser vs. Kopfgeburt vs. Bruiser vs. Eisenhut. Tobi hat's auch. Mhm. Versus Tobi vs. Eisenhut. Bin ich durcheinander gekommen. Versus Bruiser vs. Kopfgeburt. Eisenhut, wir können ja ein 2 gegen 2 machen. Wir beide gegen die beiden? Ich wollte gerade sagen, jetzt kloppt ihr euch wahrscheinlich darum, wer will denn nicht mit Planlos spielen? Planlos? Ist Tobi nicht planlos? Oder wer ist. Nein, Tobi ist unser Capone. Ach, El Capone, ach so, entschuldigt. Ich hab die Namen, die echten Namen noch nicht so ganz raus. Er weiß nicht, wie man die drei Muscheln benutzt. Du bist so ein Assi, ne? Also, nee, Eisenhut und ich müssen schon gegeneinander spielen, weil wenn es ein Eisenhut gegen Boozer werden soll. Dann will ich Kopfgeburt in meinem Team haben. Ich wähle dich, Eisenhut. Nein, ich wähle Boozer. Nein. Nein, weil wenn wir zwei Spieler in einem Team haben, die beide sagen, scheiße, scheiße, warum werde ich ständig aufgekauft? Das ist dann, glaube ich, ein relativ eindeutiges Match. Besser und
einigermaßen gut in Strategiespielen. Ja, aber nicht in dem. Da hab ich echt noch nicht den Dreh raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir können vorher, also wer auch immer mit mir in einem Team ist, mit dem werde ich vorher trainieren, davon mal unabhängig. Toll, danke. Ja, natürlich. Du hast mich bei Rieser die Nacht gemacht. Hab ich auch. Also muss ich mich recht. Wo soll ich schon wieder hin? Ja, wir kämpfen. Weißt du, ihr beide seid gestorben, glaube ich, oder? Nein, ich war die ganze Zeit hinter dir. Ja, hinter mir, ne? Da hast du mich wieder Operation menschliches Schild machen lassen. Ja, natürlich. Denkt dran, menschliche Schilder, ihr müsst unsere Panzer und Flieger auch beschützen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, aus dem Soundtrack der Film? Boah, ewig her. Ja, stimmt. Da war doch sowieso raus. Irgendwie, Kompanie 13, bitte heben Sie die Hand, ne? Und nur Schwarze. Ihr macht Operation menschliches Schild. Und Kompanie 48, alle anderen weißen so. Ihr leitet Operation, stellt euch hinter die Schattigen. Und da war halt so, denkt dran, menschliche Schilder, ihr müsst unsere Panzer und Flieger auch beschützen. Und da sieht man halt so, wie die schwarzen Soldaten dann einfach so dran gebunden wurden an die Panzer und die Flugzeuge. Wie böse. Ja, mega böse. Ach, South Park böse? Nein. Das ist doch alt. Ja, das stimmt. Yay, Level Up! Hey, Kopfgeburt! Hey, ich! Okay. Was zur Hölle? Einbildung ist auch eine Bildung. Lieber eingebildet als ungebildet. Aha, aha. Das ist auch wahrscheinlich bist du auch jemand, der sagt, besser widerlich als wieder nicht. Ich weiß gar nicht, wie oft dieser Satz schon in diesem Let's Play gefallen ist. Ja. Diese Folge einmal. Jetzt hab ich mitgezählt. Was will ich denn skillen? Deine Mama? Das wollte ich gerade sagen, glaub mal. Die kann nicht mehr geskillt werden. Oh mein Gott, du Arsch. Wieso ich Arsch? Ja, ich bin ja Arsch jetzt. Nein, alles gut. Eigentlich wollte ich damit jetzt kein unbehagliches Schweigen auslösen, also. Es war kein unbehagliches Schweigen. Nein, das war ein. Ich sag jetzt am besten gar nichts mehr. Ja. Ich bin hochkonzentriert. Genau. Eisenkonzentriert. Ja. Oh! Aua, meine Ohren! Ich sterbe, du Idiot. Warte auf mich. Scheiße, ich bin jetzt wirklich gestorben, ich Idiot. Oh Gott. Ich sterbe. So, ich lasse mich einfach in der Stadt wiederbeleben und gehe dann einfach durch mein Portal, was hier noch da steht. Ich bin tot. Oh Gott! Nein! Ja, sterbt ihr gerade wieder um die Wette? Ja. Definitiv. Definitiv so Denitiv. Ist das. Denitiv. Oh, ich habe die Granithaube vom Set Eisenfürst. Ja, die ist auch von der Lady Eisenhut. Das war allerdings nicht das Virgin-Höschen, ne? Like a Virgin! Hey! Sondern, das wurde quasi etabliert, weil, Eisenhut hat manchmal so Momente, wo er so ein bisschen, jetzt einfach mal aggressiv wird. Und. Bitte was? Dann holt er halt ganz gerne mal aus. Ne? Bitte was? Listenhut. Und. Soll ich dir mal ein paar aufs Maul hauen? Soll ich dich mal Kickbox machen? Ich hoffe, ich bin jetzt hier gerade. Wo seid ihr überhaupt? Ihr seid irgendwie komplett woanders. Ich bin gerade in der Stadt gegangen und jetzt bin ich irgendwie. Achso, folge dem Stern. Ich bin auch gerade. Ja. Du musst dann auch das Gebiet einmal wechseln. Ja, genau, das habe ich gerade auch festgestellt. Und deswegen bin ich jetzt gerade im Ladebildschirm. Ihr seht es mal wieder nicht. Aber ja, aber ich hab's gemerkt, weil ich mal wieder ganz kurz für einen Bruchteil einer Sekunde ein Standbild hatte. Oh, hey. Warum machen meine normalen Nahkampfangriffe eigentlich immer nur so viel Schaden, wenn ich so einen einzelnen Drecksgegner habe und nicht, wenn so ein Baus kommt oder so? Dann mach ich also ist bei dir auch so? Ja. Also da kommt immer nur so, also wenn ich so einzelne Gegner habe, dann kommen immer total die großen Zahlen und wenn ich so Bosskampf oder so, dann mache ich nix. Oh, da ist ja der Baus! Ah! Zu Hilfe! Eisenlord! Oh, Eisenlord! Bin auf dem Weg, meine Diener! Ja, hier kommen wir und retten die!
Chippo und Fürchtet nicht Sklaven, euer großer Herr und Meister ist auf dem Weg. Ja, und er spricht die Köln mit der Frau Schonitese auf Straßennachrichten. Weißt du, ich finde, ihr beide seid weniger wie Kermit der Frosch, als vielmehr wie die beiden alten Säcke. Ach, wie sind Waldorf und Stifler? Waldorf und Stifler, genau. Ja, genau. Waldorf und Stettler, nicht Stifler. Stifler war der von American Pie. Stimmt. Waldorf und Stifler wäre auch geil. So als Muppet-Figur der Stifler. Leute, kommt mal bitte schnell, weil hier ist der Baus und meine Skelettarmee, die von meinem Pet beschworen wird, die setzt, heizt dem ordentlich ein. Also ich weiß nicht, wie lange der noch steht. Ich bin on the way. Halbrunner ist er schon. Tot. Abgeburt. Oh, ah, nein, ich bin tot. Ey, irgendwie ist die ganze Map wieder von mir. Oh Mann, ey. Du bist mein persönlicher Held. Ich weiß. Deswegen liebst du. Hey, Kopfgeburt, hier bin ich. Oh, ich bin tot. Ey, nee, aber ohne Witz, kommt mal schnell, weil jetzt hat er nur noch ein Viertelleben. Ja, ich bin auf dem Weg. Und wenn ihr euch nicht beeilt, dann snack ich ihn ganz alleine weg. Ich weiß nur nicht, wie ich da hinkomme. Ja, einfach den Gegner auf der Map. Ja, ihr dürft nicht da lang laufen, wo ihr noch nicht aufgedeckt habt, ihr Helden. Na, ich hab doch mal aufgedeckt, aber ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass ich im Gebiet wieder respawned bin. Ja, und jetzt haben meine Diener den leider umgebracht. Aber ich hoffe, ihr wart im Gebiet, dann könnt ihr vielleicht noch Loot abstauben. Also ich bin im Gebiet gewesen, ja. Ja, ich war im Gebiet, aber ich war vielleicht unter Umständen so ein bisschen tot. So ein ganz kleines bisschen. Ich bin schon verletzt. Hat ein bisschen weh? Ein bisschen Schmerzen? Ey, ohne Witz, ihr beide seid doch so behindert. Ja, das sind wir. Ey, ich sehe euch hier irgendwo in der Walachei rumlaufen, aber nicht da, wo die Karte aufgedeckt ist. Anstatt ihr einfach mal zu mir geht. Hallo, Kopfgeburt. Hallo, jetzt bin ich fast tot. Und ich soll die Aggro ziehen, oder was? Ja, eben, kalte mal. Danke. Also ich bin bei dem Stern. Ja, schön. Und nicht bei uns, wo der Baus war. Hast du selber nicht gesagt, wir sollen zu dem Stern gehen? Ich habe gesagt, um das Gebiet zu finden, müsst ihr Richtung Stern gehen. Aber ich bin ja auch Richtung Stern gegangen und habe offensichtlich den richtigen Weg gefunden, weil ich einfach nur die bereits erkundeten Wege nochmal beschritten habe und... Ja, doch nicht. Ich bin Tony. Ich bin Luger. Was für eine Folge. Nein, bleib doch mal stehen, mein Skelett. So, geht doch. Ah, ah, ah. Ah, 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 ich sterbe, du Idiot. Ja, ja, ja. Oh, ich hab irgendwas gefunden oder irgendwer hat irgendwas gefunden. Eine Glocke. Ich hab eine Glocke gefunden, aha, da wo du gerade den Baus gelegt hast. Aha, aha, aha. Ich komme zu euch. Warum hab ich die denn nicht gesehen? Hast du wieder irgendeine Quest, die ich nicht habe? Nein, die lag hier vorne. Da, direkt hier. Genau hier. Hier hab ich aber den Baus gar nicht gelegt. Wo hast du denn den Baus gelegt? Den hab ich ein bisschen östlich von mir gelegt. Dann lass uns mal da hingehen und gucken, ob ich... So, hallo, ich glaube hier hinten, hier. Ja, hier liegt er noch. Ohne Witz, Wusa, hör auf Hallo zu sagen, weil irgendwie stirbst du danach immer. Hallo, das ist mein Running Gag. Dafür bezahlt ihr mich. Ja, und ich frage mich immer noch, warum zum Teufel will ich bezahlen. Ja klar, Kopf... bin tot. Wusa, red einfach gar nicht mehr. Genau. Kriegst du von Kopfgeburt nicht 1000 Euro pro Monat? Was mit Licht ausmachen? Was? Du kriegst 1000 Euro pro Monat von mir? Das, Alter, der hätte dich ja voll über Leisten gezogen. Ja, ich weiß. Ja, naja, ich werde halt noch von Tobi bezahlt. Jetzt lass mich vergessen. Ja, ich ja auch. Aber von Kopfgeburt, der lässt mich kostenlos bei sich wohnen und gibt mir ein volles Monatsgehalt. Ja, ja, aber dafür kochst du auch und putzt auch und bist keine Bitch. Richtig, Eisenhut, das, was er dir erzählt, ne? Das sind keine vermögenswirksamen Leistungen. Hm. Das ist was ganz anderes, was du dafür tust. Das Glück, ja, ich ist weiß. Auf eurer Seite. Bin ich immer so schmutzig abends. Da bist du wie Captain. Bist du wie Captain Hero so zusammengekaut in der Dusche. Das wäre auch ein gutes Crossplay für Eisenhut. Captain Hero. Ja. Nein. Aber auch da müsste er sich den Bart abrasieren. Okay, wie wär's denn mit Iron Man? Das finde ich ein bisschen plakativ. Okay. Als Eisenhut Iron Man. Gerade angekommen. Könntet ihr mir helfen? Ja, nicht? Entschuldigung, der war zu gut. Das ist nur deine Meinung. Mann, der war. Tut mir leid, dass ich dich mal für deinen Witz lobe. Ja, stimmt, das sollte dir leid tun.
Toll. Hier steht eine Statue von meinem Onkel. Ich bin nicht am Leben. Hallo Onkel Bernd. Oh, der Bernd, das Bernie-Bärchen. Oh, Eisenhut ist tot. Guck mal einer an. Oh, ich bin tot. Ja, ich bin nicht tot. Dann muss auch nicht. Irgendwie habe ich jetzt auch eure Namen durcheinander gehauen, weil ich gedanklich noch bei Iron Man hing. Stimmt, das heißt der Quotenwuser und nicht Quoteneisenhut. Ja, Quoteneisenhut. Quotenlord. Quotenhut. Darauf hat sich jetzt auch echt festgeschossen. Ja, ich finde das, ich feier den Typen einfach. Ah, wie lief's denn, oder? Diese wundervolle Existenz. Kollege Samstag auch an, als wir Pen & Paper gespielt haben. Meinte dann so, sag mal, kennt eigentlich einer von euch diesen Drachenlord? Und du hast gesagt, ja, ich bin sein Bruder Eisenlord. Oh, eine Questgeberin, die einem mächtige... boah, die Belohnungen sind ja mega. Mal sehen, wir haben minderwertige Stiefel, die nur einen Körperpanzer haben. Oder alternativ noch minderwertigere Stiefel, die auch nur einen Körperpanzer haben. Süße Hilfe. Ich komme nicht mehr zu euch. Oh, süße Hilfe oder den Trank Süße Hilfe. 243.602 Gesundheitsverlust für 13,33 Minuten. Was? Ja, die Quest im Bitomaten klingt gut, ne? Jo, Hilfe. Einfach nur auf den bekannten Faden laufen. Komm, lass mal den Wusa eben einsammeln. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Warum lauft ihr immer daher, wo noch nicht aufgedeckt ist? Hier ist aufgedeckt. Ja, weil ihr beim ersten Mal daher gelaufen seid, wo nicht aufgedeckt ist. Es ist inzwischen überall aufgedeckt. Ja, bei mir aber nicht. Warum stehst du einfach oben an der Kante und läufst dich zu ihm, um ihm zu helfen? Hä? Ich bin doch schon bei ihm gewesen. Hallo, Eisen. Nein, du stehst oben an der Kante. Nee, ja. Ich bin jetzt bei euch gerade. Nein. Doch. Jetzt bist du aber aufgeploppt. Ja. Teleport. Ach, guck an, das Ödholz, der Böller. Ödholzlord. Ich möchte euch schon mal einen Teil darauf vorbereiten, wir nähern uns dem Ende. No! Wir müssen diese Quest noch fertig machen, damit wir diese tolle Belohnung bekommen. Nein, tut mir leid. Was habe ich bekommen? Warte mal, irgendein Gegenstand habe ich da eingesammelt. Irgendwas Eisiges. Eisenholzdorn. Ey, ich hab zweimal das gleiche Set-Teil. Zweimal diese Granithaube vom Eisenfürsten-Set. Eisenlord, was ist los mit dir? Warum gibst du mir so viele Set-Teile? Weil ich's kann. Ah. Let's deck a dance. Er will dich zu seiner Fürstin machen. Ja, ich will dich zu meiner Bitch machen. Nachdem du monatelang schon bei mir als Bitch tätig bist, willst du jetzt den Spieß mal umdrehen. Den Eisenspieß. Oh, guck mal, hier ist ein anderer Onkel. Bernie Kuhn. Bernie Kuhn? Was ist das denn für ein Name? Bernie Kuhn, nicht Bernie Kuhn. Ja, Bernie Kuhn. He's crazy like a fool. What about Bernie Kuhn? Nein, ich bin schon wieder tot. Ah, ich sterbe, du Idiot. Ich hasse dieses Spiel. Ja, und das Spiel hasse ich dich auch. Ich habe gerade ein gegen Picke. Doch, Was kommen da für unverständliche Wortfetzen aus deinem Mund? Ich habe gerade eine Waffe aufgenommen, die Picke heißt. Aha. Also Pickel. Wie das wie Ding, was du auf deinem Hals sitzen hast. Aha, und nicht wie ein Eispickel oder so. Da. Ich bin falsch gelaufen. So, Eisenhut und ich sind schon im nächsten Gebiet. Seid solche Schweine. Soll ich dir einfach ein Portal aufmachen und du kommst einfach... Ja, oder Eisenhut hat dir eins aufgemacht. Nein, ich bin fast da. Was war das gerade für ein riesiger Werwolf? Hast du den auch gerade an der unteren Bildschirmkante gesehen? Ja, irgendwie episch aus. Da hinten ist eine Truhe, komm mit, da ist eine Truhe, im Wasser, ich will ins Wasser, da ist eine Truhe. Ja, das sagtest du schon ungefähr 67 Mal. Da ist eine Truhe! Ah, das muss diese Truhe sein, wo ich so viel von gehört habe. Ach, guck mal, hier liegt ein Buch, erster Tag, verschollene Aufzeichnung. Aha. Da ist ein Buch, Loch im Buch. So. Oh, ich kann nicht lesen. Und ich kann nicht schreiben. Wusa, liest du vor. Wir sind alle in Trauer. Sophia wurde tot aufgefunden. Den Zustand ihrer Leiche mag ich kaum beschreiben. Man hat ihr genauso übel mitgespielt wie dem Albtraum. Die wir in den letzten Wochen fanden. Vorarbeiter Siegfried will kein Trupp, ich bin tot. Ja, ich bin leider. Danke fürs Beschützen. Ja, ich bin vor dir gestorben, du Hirsch. Aber der Eisenlord, der. Der ist tot. Nein, ich hab das Buch angeklickt. Ich hab auch schon, zweimal bestimmt schon wieder das Buch angeklickt.
Ja, gehen wir einfach weiter, scheiß auf das Buch. So, Vorarbeiter Siegfried will keinen Trupp aufstellen, um den Mörder zu finden. Wir werden es wohl selbst hier wissen. Wir trauern uns kaum aus den Hütten, wenn es Nacht wird. Keine Ahnung. Mhm. Ja, und ich bin in der Zwischenzeit schon wieder gestorben. Ich weiß nicht, irgendwie zum Ende der Folge hin werde ich auch nochmal ein bisschen, entdecke ich auch den Wusa in mir. Everybody's got a feeling. Everybody got the Wusa. Na gut, mein Everybody do the flop. Jungs, ich würde sagen, wir machen hier einfach das nächste Mal weiter. Das halt. Okay. Ja, seems like it. Seems like it? Können wir machen. Okay, meine Damen und Herren, dann verabschieden wir uns für heute von Torchlight 2. Eisenhut Kopfgeburt, wollt ihr noch irgendwas sagen? Ich hasse dich. Okay, das ist legitim. Oh, mein Tablet hat sich aktiviert. Und ich mag Züge. Wie wird das Wetter morgen? Wir können es ja nochmal fragen. Okay, Google. Okay, Google. Was hast du an? Jetzt macht es nicht mehr mit. Also, tschüss mit Ö. Tschüssikowski. Tschüss.